Einen wunderschönen guten Moin und damit herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Wir machen weiter mit Space Exploration. Ja, quasi genau da, wo wir gestern stehen geblieben sind. Nicht ganz, komme ich gleich drauf. Ja, erstmal herzlich willkommen in den Chat. Moin Jan, moin Knight, moin Koldemon, moin Ripke und moin Mannix und natürlich auch an alle anderen, die so nach und nach zuschalten. Und moin Sorodon. Ja, es ist scheiße heiß. Wenn heute irgendwas nicht so läuft wie geplant, dann schieben wir das einfach auf die Hitze, würde ich sagen, oder? Ich denke, das ist ein Plan. Ja, so machen wir das. Ja, wir sind gestern relativ gut vorangekommen. Ja gut, der ein oder andere sagt, super langsam. Ich sage, ist okay. Genau, ich habe gestern Abend nach dem Stream noch ein paar Sachen in Angriff genommen. Solarpanel zum Beispiel. Hab da ein bisschen was gemacht. Wir haben auch gerade Tag. Wir haben jetzt, ja, 470. Generell, wenn wir den Kram einfach stumpf so weiter durchziehen würden, würden wir sogar allein mit Solarpanel und Akkugedöns nachher genug Energie haben für den CME-Kram. Ich hätte aber schon Bock, irgendwie noch so ein bisschen Richtung Uran zu gehen. Kommen wir später dazu. Wir brauchen dafür Weltraumforschung und so weiter und so fort. Sehen wir dann. Und des Weiteren habe ich gestern noch dieses Steinvorkommen hier eingenommen. Und ja, schon relativ leer gesaugt hier. Da wird nur Landfill draus gemacht. Ja, 1200 sind gerade wieder drin. Und ich habe mit dem Zeug quasi angefangen, hier hinten den See zu befüllen. Geht relativ gut. Dauert nicht so lange, aber ja, wird ein Weilchen dauern. Fakt ist auf jeden Fall, wir können hier in diesem Bereich schon wieder Dinge tun. Wir müssen hier nur langsam ein bisschen aufpassen, denn Landfill hat auch die Eigenschaft, keine Umweltverschmutzung zu absorbieren. Dementsprechend ist hier so ein komischer roter Pimmel quasi. Aber ja, kriegen wir hin. Wir müssten heute wahrscheinlich sowieso mal so ein bisschen kämpfen gehen hier in diesem äußeren Bereich. Na, hier oben links sind sie auch schon am Start. Kam jetzt aber auch nur raus, weil ich ja hier die Radaranlagen integriert habe. Aber ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. Obwohl unsere militärische Auswahl, ehrlich gesagt, nicht so groß ist, aber ja, ja, vielleicht doch inzwischen. Mal sehen. Wird schon gehen. Ja. Achso, genau, eine Sache noch. Ich habe angefangen, dieses Kupfervorkommen einzulagern, weil normalerweise wäre hier nochmal so ein Solarpanel-Ding. Ich denke mal, das kann erstmal ganz normal weiterlaufen. Natürlich sind die Fließbänder hier leer, aber da wir gerade nicht forschen, weil wir alle Forschungen durchgemacht haben, die wir können, ist es nicht so wild. Und vor allem kommen hier ja noch zwei andere Lanes an, also ist nicht so tragisch. Ja, guck mal, die sind sogar noch einigermaßen voll hier. Ja, nicht mehr lange. Aber wie gesagt, auch diese Container hier, da passen wie viel rein? 25.000. Und der hier hat schon 20.000, also ist bald wieder voll. Und mehr machen wir da nicht. Genau, da sind noch 100.000 drin. Ich denke mal, die sind relativ schnell durchgeheizt und dann, ja, wäre das Problem in Anführungszeichen mit dem Kupfer hier auch gelöst. Läuft. Ja, an sich habe ich dann nochmal nebenbei diese ganzen Baunetzwerke und Logistiknetzwerke zusammengebaut. Ja, da sind, glaube ich, jetzt insgesamt 400 Roboter drin. Ja, 403. Ja, die machen das eigentlich ganz gut. Das reicht erstmal. Ja, passt, glaube ich. Genau, die nächsten Schritte heute wären tatsächlich mal so langsam Richtung Weltraumforschung zu gehen, denn ja, anders kommen wir nämlich nicht weiter. Das heißt, wir gucken uns hier mal so ein paar Dinge an. Den schieben wir mal eben darüber. Ein neues Rezept und das sind dann diese Kollegen hier, genau. Richtig, wir brauchen Öfen, wir brauchen Module und wir brauchen den Quatsch hier. Natürlich, Navigationssatellit ist klar. Ja, die Zwischenräume sind erstmal beabsichtigt, weil ich noch nicht genau weiß, warte mal nochmal eben zu, weil ich noch nicht genau weiß, wie wir nachher unser Train-Network aufbauen wollen. Und durch diese Zwischenräume, also hier sowieso, ne, weil dieses Core-Ding hier, das nehmen wir auf jeden Fall nachher mit, aber hier müssen wir halt gucken. Na, also ich denke mal, wir lassen immer mal so ein, also machen so einen Viererblock, lassen dann frei, damit wir genügend Variationsmöglichkeiten haben für das zukünftige Train-Netzwerk. Das ist eigentlich der Plan. Ja, man muss sich ja nicht alles verbauen, ne? Das ist halt der Punkt. Genau. So, und hier geht es nämlich schon wieder los mit Hitzeschildern. Das bräuchte ich heute auch. Hier in der Bude bei mir sind gerade 27 Grad draußen, 30 inzwischen. Also gar kein Unterschied mehr. Das ist der Wahnsinn. Und heute sollen, glaube ich, 32 Grad werden. Mal gucken. Wie gesagt, wenn wir irgendwas nicht hinkriegen, wir schieben das einfach auf die Hitze und gut ist. Ja. Der Kram wird relativ teuer, ne? Allein schon wegen hier Weltraumsondenrakete und Navigationsgedöns.
Auch hier. Wir sind auf pro Sekunde eingestellt. Dann machen wir da mal eine 1 davon. Auch wenn wir das wahrscheinlich nicht unbedingt schon sustainen können. Ne? Das müssen wir dann mal sehen. Genau, hier käme dann auch das erste Mal Leichtöl ins Spiel, wegen den Festbrennstoffgeschichten hier. Aber ich denke, das ist noch in Ordnung. Genau, die Ofenkette, also von T1 bis T3, müssen wir einmal komplett durchbauen. Für die T3-Öfen brauchen wir eben diese Hitzeschilder. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da, ja klar, Iridium haben wir nicht, dementsprechend Schwefel, Steinplatten und Stahl. Ja, also hier wird auch wieder einiges an Stahl verheizt. Wir stellen übrigens 3 Stahl pro Sekunde her, also sind wir hier schon bei einem knappen Drittel. Ja, okay. Wird schon gehen. Deckenventilator? Nee. Ventilatoren bringen auch ehrlich gesagt nichts. Ich habe hier so einen leichten Luftzug, weil ich komplett auf Durchzug geschaltet habe, weil ist halt ein altes Haus, mehr oder weniger, aber halt Dachgeschoss und das ist das Problem. Gut, aber wie gesagt, bin ich gewohnt. Kriegen wir hin. So ein bisschen leidet halt die Konzentration darunter, aber es gibt Schlimmeres. Genau, das brauchen wir. Genau. Was zeigt er mir hier bei der ollen Rakete an? Hä? Ich denke nicht. Oh, upsie. Nee, ich denke nicht. Pass mal auf, ich habe eine andere Idee. Wir haben doch schon genau das Raketensilo hier drinne. Das sind Dinge, die haben wir theoretisch da. Wir müssen uns nur ein paar Sachen zusammenklauen. Wie zum Beispiel 1000 Beton, 500 Stahl und so weiter. Beton, warte mal. Beton haben wir irgendwo hier unten rumfliegen, genau. Vielleicht nicht unbedingt 1000. Aber demnächst 1000. Und ich habe gerade gesehen, wir brauchen diese Ziegel eigentlich nicht unbedingt. Nee, die machen das mit Bruchsteinen, ne? Nee, doch nicht. Nee, nee, nee. War ja Quatsch. Aber wenigstens ein bisschen Platz. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir mal die 500 Stahl irgendwie voll. Es geht auch nicht darum, den Kram jetzt super akkurat zu produzieren oder so, sondern wir brauchen so zwei, drei Forschungen, damit wir hier weitermachen können. Das ist eher der Punkt. Hatten wir dich bei der bei der Stahlschmelze am Ausgang Kisten hingestellt? Guck mal. Manchmal ist die Lösung relativ einfach. Dann hätten wir 1000 Stahl schon mal zusammen. Genau. Rohre sowieso. Ja, rote Schaltkreise kriegen wir hin. Die liegen hier zufälligerweise gerade rum. Boah, on point. Wahnsinn. Ach ja, genau, die großen Elektromotoren, da müssen wir mal schauen. Da haben wir nicht so viele von. Wir brauchen aber auch gerade keine Bots. Das heißt, wir packen die mal eben da rein. Das könnte ein Weilchen dauern jetzt. Aber ist okay. Lassen wir nebenbei einfach bauen, passt schon. Wir können ja gleich mal gucken, dass wir vielleicht schon mal mit den Öfen anfangen. Weil brauchen wir ja dann sowieso. Ja, mal gucken. Ich meine, wir können ja alles machen, aber Rakete müssen wir jetzt mal gucken. Ein Silo. Das ist ja nur diese Sondengeschichte. Nichts Spezielles. Ja, 500. Oder? Oh, stimmt. Ich habe mich verguckt. Ja, 500. Und wir brauchen 1000 Beton. So rum war das. Ja. Macht ja nichts. Nehmen wir das nochmal mit. Naja, ist nicht so wild. Den Stahl brauchen wir eh noch für andere Sachen. Und ich hatte irgendwann, glaube ich, mal gesagt, dass wir vielleicht mal so eine dedizierte Betonfabrik bauen sollten, weil das Ding hier ist eigentlich nur dafür da, unsere Roboports herzustellen. Das wäre eigentlich so ein Ding für unsere Steinschmelze da oben. Warte mal. Aber noch Material? Ja, haben wir dabei. Klar. Wir haben doch alles da. Ne? Alles kein Thema.
Ich würde das vielleicht, keine Ahnung, können wir hier irgendwo mit hinstellen eigentlich? Ja, praktischerweise haben wir natürlich überall diese Wasserpfützen rumfliegen. Super Sache. Es wird immer mehr zum Vorteil. Okay. Das heißt, für Beton selber brauchen wir Sand, Eisenstangen. Die können wir ja wieder hochleiten. Das Eisen liegt hier unten auf dem Bus, kein Problem. Ich würde das aber ehrlich gesagt nicht unten drunter machen, sondern hier. Das heißt, wir machen nochmal extra Sand. Wenn wir jetzt mal, warte mal, was haben wir jetzt hier für ein Ding? Wir brauchen da 10 Sand. Und eine so eine Maschine macht was? Oh. Moin Wolfi, willkommen. Der Phil läuft. Da müssen wir einfach nur ein bisschen warten, dann haben wir Phil. Wir haben inzwischen 1800. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 ist immer eine blöde Zahl, aber ist egal, machen wir hier so. Genau, lassen wir erstmal da liegen. Läuft. Schmeißen wir dann oben raus. Passt. So, auf die ganze Geschichte würde ich dann noch den Ziegelstein mit drauf bauen. Ja, den holen wir uns hier einfach dann rüber. Genau, und dann brauchen wir von unten noch Eisen. Ich würde vorschlagen. Ah, wie machen wir denn das? Wir können hier so eine Doppellane bauen, oder? Wobei ist eigentlich relativ egal. Wir können das erstmal hier nebenan längs legen und dann gucken wir gleich mal. Upsi. Genau, das ist ja eine Lane, die nichts drauf hat. Aber das macht nichts. Wir cutten die gleich. Genau. Gut. Dann brauchen wir Eisenstangen. Die könnten wir eigentlich hier machen. Wie viele Eisenstangen brauchen die Dinger? Zwei. Ja, müssen wir sehen. Ich mache mal da einfach so einen Viererklumpen erstmal hin und dann gucken wir nachher weiter. Das muss hier nicht perfekt sein. Wie gesagt, Beton ist halt so ein Ding. Habe ich normalerweise eigentlich immer so eine extra Anlage dafür, aber bei der Mall habe ich mir gedacht, ja komm, wir bauen da einfach so einen Klumpen hin, damit unser Roboport-Kollege da so ein paar Sachen bauen kann und mehr nicht. Ne? Aber natürlich braucht man vom Beton immer so ein bisschen mehr. Genau, das läuft, kommt irgendwie an, passt schon. Okay, Wasser machen wir gleich. Ja. Falsch rum. Aber egal. Wir drehen das einfach wieder um, dann passt das. Genau, dann haben wir nämlich alles, was wir brauchen, hier rumliegen. Ja. Ich habe nicht auf die Herstellungszeit geachtet. Und ach ja, wir brauchen T2 wegen Wasser. Gut. Moin Jay, willkommen. Genau, machen wir Wasser von hier. Den Quatsch machen wir so und das machen wir so. Wie gesagt, die werden wahrscheinlich zu langsam sein, um den Kram da reinzukriegen, aber es ist relativ egal. Na, wobei bei 10 Sekunden, mal sehen. Oh, wie praktisch. Jetzt so eine Pumpe haben, ne? Das wäre super. Ich habe kein Material mehr dafür. Kupfer fehlt. Ja. Dann nehmen wir uns das hier so lange. Upsi, hat fast funktioniert. Gut. Strom brauchen wir. Warte mal, das legen wir nach unten. Strom brauchen wir noch drüben. Aber das ist relativ easy. Genau. Genau. Dann können wir noch einen Block machen. Ja, pass auf. Dann machen wir hier einen Viererklumpen draus.
Und ja, ich baue es per Hand, weil wir einfach schneller sind als die Bots. So, ich denke, den Kram lagern wir erstmal in irgendeiner Kiste ein, würde ich behaupten. Nehmen wir eine Stahlkiste, eine Eisenkiste oder so. Und dann machen wir sie denn hier. Mini-Loader oder Mini-Belader. Ich finde es übrigens gut, dass die nicht so super overpowered sind. Die brauchen nämlich Strom. Und das finde ich in Ordnung tatsächlich. Hatte ich hier unten bei unserer Landfill-Anlage auch schon festgestellt. Na, die Dinger brauchen Saft. Aber dafür haben sie halt ihre 15, 30, 45, whatever Items pro Sekunde Durchsatz. Das ist völlig okay, denke ich mal. So, 2,1. Bald haben wir den See voll. Gut. Geht hier noch irgendwas? Ach genau, die Elektromotoren. Wir können ja mal gucken, was in der Kiste da drin ist. Wie viele waren das? 200? Ne, 100. Ja, das geht ja. Oh oh. Naja. Ja, haben wir, glaube ich, ungefähr gleichmäßig mit dem Beton fertig. Ja, und dann geht es heute ganz rigoros Richtung Rakete. Wir haben noch Zeit, ne? Also wir haben noch einen Tag, 6 Stunden. Wenn wir bis dahin diesen Uranstrang noch fertig bekommen, bin ich da eigentlich ganz guter Dinge, dass wir den CME überleben, ohne dass irgendwas Größeres kaputt geht. Kann man auch ohne Energie, ne? Wir hatten das eine Mal, glaube ich, Glück, dass die ganzen Strahlen irgendwo runtergekommen sind, aber nicht in unserer Basis. Kann auch passieren. Aber das ist halt hart Glücksspiel, ne? Ja, so 170 noch. Wenn wir nur mal angucken, was dieses Silo haben möchte an Material, weil ich glaube, Helmut hat eine falsche Rezeptverknüpfung oder ich habe das falsche ausgewählt. Kann beides sein. Ja, ist so, Jan, aber das hat schon mal funktioniert. Nee, wir gucken mal, dass wir das packen. Wird schon gehen. Gut. Passt. 24 noch. Ach so, übrigens, ja, gestern ist die neue Path of Exile Liga gestartet, aber ich glaube, ich skip diesmal. Weil SE ist dann doch irgendwie ein bisschen geiler. Nee, sollst du nicht. Ich sag nur, das hat schon mal funktioniert. Sogar sehr gut und ich glaube sogar zweimal. Genau, was wir auch noch machen müssen, sind hier so Sachen wie Dings, Leichtbauteile, Steuereinheiten. Ich weiß gar nicht, warum der die hier nicht drin hat. Warte mal, wo ist Rakete? Da ist Rakete. Ich glaube, der hat ein falsches Rezept. Oder verlinkt die falsche, kann auch sein. Murphy regelt, ja. Das ist die Weltraumsondenrakete. Ja, ja, ja. Das ist falsch. Und die Weltraumsonden sind für was anderes da. Wir brauchen nämlich das Zeug hier, ne? Nee. Ach nee, das sind die Frachtraketen. Ja, stimmt. Wir schauen gleich mal. Deswegen baue ich das Silo. Aber die Sachen, die uns da vorgibt, die haben wir nicht, ne? Iridium und Co. Nee, nee, nee. Das ist Quatsch. Ja, an sich hätte ich geplant, dass wir vielleicht irgendwann in ferner Zukunft auf der anderen Seite, also hier unten, ja, auch nochmal Solarpanel hinbauen. Aber hier ist natürlich wieder Sumpf. Aber ganz ehrlich, ich denke, mit dieser Maschinerie hier sollte das an sich kein Thema mehr sein. 2,3K. Also Landfill kriegen wir jetzt auf jeden Fall ran.
So, brauchen noch zwei Stück. Und dann können wir das mal testen, außer ich habe wieder irgendwas übersehen. Ach, das. Ah, warte mal. Ja, er kommt nur damit klar, ne? Aber der Satellit ist halt was anderes als das Silo dafür. Okay, nee. Ich glaube, das ist ein Problem, was Helmut hat. Ist aber nicht weiter tragisch. Kriegen wir hin. So, lass mal bauen. Ach so, wir hätten auch bei FNDI gucken. Ja, ist egal. Wir gucken jetzt hier gleich rein und dann mal sehen. So, sind hier irgendwelche Sachen vollgelaufen? Falls mal Solarpanel und so volllaufen, dann setzen wir dahinter noch eine Kiste hin. Ne? Die auf Vorrat zu haben, ist eine feine Sache. Damit es sich auch lohnt, wenn da mal so ein Meteorit reinfliegt. Wir können das eigentlich schon machen. Nehmen wir aber eine ganz normale Eisenkiste dafür. Nicht die schlauste Variante. Oh, ja moin. Nicht die schlauste Variante. Aber ich denke, das ist okay. Moin, Sapphire. Willkommen. Gut. Silo. Ach, da. Ist fertig. Ich will da mal eben reingucken. Genau, das sind nämlich die üblichen Verdächtigen plus Hitzeschild. Also nicht das, was der Helmut uns gerade sagen wollte. Ja. Die sind echt schlimm, wenn die so langsam sind, ne? Was macht ihr da jetzt? Gut. Ah, und der. Okay, naja, lassen wir das. Ja, wir packen den Laden wieder ein. War jetzt nur mal eben zum Nachgucken. Genau, den ganzen Stuff für die ganzen Raketengeschichten. Den würde ich vielleicht in diesem Bereich hinbauen. Den lassen wir mal frei. Das heißt, wir holen mal eben eine kleine Portion Landfill. Ich müsste den Stahl wieder loswerden. Aber da finden wir bestimmt einen Abnehmer dafür. Wie zum Beispiel Solarpanel. Jo. Oh, warte mal, so weit runter müssen wir gar nicht. Jupp. Genau, dann machen wir da nämlich die Steuereinheiten, Leichtbauteile. Und dann, ja, Hitzeschild müssen wir gucken. Hier ist halt Schwefel. Vielleicht machen wir die dann hier oder so, weiß ich nicht. Oder, ja, wir müssen Schwefel sowieso weiterleiten. Dann hier drunter halt. Na, also kriegen wir alles hin. Genau, aber erstmal brauchen wir etwas Platz. Das reicht eigentlich sogar schon. Sofern wir natürlich den ganzen Laden hier noch mit ein paar Handgranaten bearbeiten. Was wir gleich auch nebenbei machen können, wir können am Rand vom Mainbus ein paar Roboports hinstellen, dass sie die Verlängerung quasi automatisch bauen. Aber dann können wir uns nämlich um den Stuff hier kümmern. Jetzt habe ich alles an Landfill weggehauen, ne? Naja, ist egal. Jip, 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 jip. Wir haben sogar noch welche dabei. Sehr nice. Ich würde, glaube ich, das Ding hier einfach reinstellen. An, ja, oh ja, geht sogar. Strom machen wir gleich. Weil, wie gesagt, dann brauchen wir den Blödsinn nämlich nicht machen. So, Saft. Ich habe ein paar von denen sogar dabei. Nice. Bringt hier nur dummerweise gerade nicht so viel. Ja, eigentlich wieder viel zu teuer für so ein temporäres Ding hier, ne? So, und dann. Irgendwas machen die da schon wieder.
Ach so, die möchten mir Stromleitungen bringen. Ja, das ist aber nett. Okay, warte mal, wir zoomen vielleicht ein bisschen dichter ran. So. Ja, es gibt nur Workarounds. Ach so, noch eine andere Sache. Ich denke mal, unten in der Kiste sollten vielleicht noch ein paar Bauroboter drin sein. Ach so. True. Das Ding kann wieder darüber und das brauchen wir nicht mehr. Oh, 226 sogar. Nice. Die überschüssigen Motoren, die behalten wir erstmal. Hat keinen Strom. Ja, macht nichts. Dann bauen die nämlich erstmal den vorderen Bereich. So, alles andere haben wir. Ja, ist nicht so tragisch. Wie gesagt, dann können die erstmal den Bereich machen. Hier brauchen wir erstmal noch nicht. Und eigentlich würde ich diesen Bereich um die Spalte rum auch freilassen. Ja, dann müssen wir hier erst anfangen oder können wir da erst anfangen. Aber das sollte auch reichen. Warte mal. Ich lasse das mal hier stehen. Warte mal, die Leichtbauteile hatten die hier Standardrezept, ja, ne? Ah ne, stimmt, Glas ist da mit dabei. 10 Glas. Ja, gut. Schauen wir mal. Leicht. Oh, was ist hier noch? Ach ja, das Alternativding mit Leichtmetallgerüst, stimmt. Wir nehmen das Standardrezept, weil andere Sachen haben wir nicht. Ich hätte gerne 1 pro Sekunde, auch wenn das schon relativ viel ist. Aber ich denke, das ist okay. Wir brauchen 20. Wir brauchen davon 14. Dann machen wir das so. Und wir müssen davon nichts anderes berechnen tatsächlich, weil wir alles auf dem Bus haben. Und dann ist es ja einfach. Mehr oder weniger. Okay. In welchem Block ist... Ach, genau da. Okay, warte mal. Dann gehen wir noch einen nach rechts rüber. Genau. Das heißt... Ja, wir arbeiten mit Long-Insertern außen, machen den Output dann innen. Ja. Bei der langsamen Herstellungsgeschwindigkeit sollte das eigentlich kein Problem sein. Die brauchen wir sowieso nicht. Nehmen wir ja die gelben. Dann geht's hier rein und hier. Jo. Wir machen hier Leichtbauteile, wie gehabt oder wie gesagt. Oh. Das muss jetzt aber am Schweiß liegen. Ich bin hier gerade nur am Ölen. Geile Temperaturen heute halt, ne? Aber egal. Ich lasse das am besten einfach. Das wird heute gar nichts, ey. Gut, dann brauchen wir als Input noch die Long Inserter. Jo. Jo, lass sie machen. Eilt ja nicht. Ja, das ist wahrscheinlich alles falsch rum. Unten links. Input. Output. 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 Input, Input, Input. Input. Von unten links. Tote Maschine. Blauer Greifer falsch rum. Output. Output. In, in. Weiß ich nicht. Das ist nur ein Prank hier. Ich weiß, ich sehe es gerade. Keine Ahnung. Warte, ich teste mal. Warte, nur zur Sicherheit. Der sollte eigentlich... Der ist kaputt. So. So, den Input hier. Den teilen wir ein bisschen auf.
damit wir da gleich unsere ja, Anschlussgeschichte mit einbauen können. Netterweise haben wir hier schon Kunststoff liegen. Warte mal, was hatten wir denn gesagt? Wir haben 10, ja, scheißegal. Weil generell, hoppala, ist eh alles, oh, nicht unter dem Schwellwert. Ja, pass auf, dann, auch wenn wir das noch nicht providen können, aber wir tun mal so, als hätten wir hier einfach Red Belts liegen. Keine Blue, die haben wir noch nicht. Wie gesagt, der ganze Kram, der muss auch erstmal nicht komplett durchcraften. Geht halt nur darum, dass wir so langsam mal Richtung Rakete kommen. Dann reicht es aus, richtig. Aber das ist eigentlich nur ein Teil von der Maschine, die wir eigentlich bauen. Upala, das war dumm. Die würde normalerweise noch wesentlich länger werden. So, machen wir mal unseren Roboport aus. Genau, Strom. Da können wir gleich hoch zum Roboport und dann links rüber. Ja moin, machen die hier Besprechungen wieder oder was? Oder wie ist das? Das kann ja ewig dauern, wenn die hier sagen, hier pass mal auf, du gehst dahin. Ich gehe hier hin. Ne, warte mal, das wird dich kürzer, dann gehe ich lieber dahin. Deswegen brauchen die auch immer so lange, ne? Ach so. Ich bin gespannt. Also wenn wir die Maschinen hier in Betrieb nehmen, dann könnte das eng werden. Naja. Oh, durch. Och, machen die hier auch schon mit. Nice. Sagen wir teilweise. Okay, also alles, was noch gemacht werden muss, machen sie mit. Nice. Gut, fangen wir an mit Kunststoff. Ja, wie gesagt, es ist total egal, was wir auf welche Seite packen. Aber Kunststoff wäre so ein Ding. Ja, wir machen die Ansteuerung erstmal mit Gelb. Dem Mainbus zuliebe. Machen wir so. Ich habe eine andere Idee. Viel zu materialaufwendig. So, das heißt, wir nehmen irgendwo von da oben Kunststoff mit runter. Da oben ist Glas, okay. Der wird hier ein paar Sachen kaputt machen, weil die noch nicht fertig sind.
Eigentlich bräuchten wir das zweimal dann, ne? Wir müssten es eigentlich einzeln anschließen, damit die Menge passt. Ja, dann machen wir es so. Komm. Ach so, das hängt da noch. Na denn? Und dann machen wir das doch so. So. So, Glas machen wir dann auch von dieser Seite. Wir könnten das auch an beiden Ecken tunneln, weil die Aufteilung erst hier drüben kommt. Genau. So, jetzt haben wir noch... Genau, Kupfer und Stahl übrig, die kommen dann von der anderen Seite. Krass, wie lange die brauchen, ne? Ja, die sind halt super langsam, die Viecher. So. Dahin, ne? Ja. Nee, geht gar nicht. Dann machen wir das hier. Nö, wir machen es da oben. Ja. Dann ist easy. Gut. Tschüss. Idioten. Achso, der bleibt ja hier, ne? Ja. Bestimmt. So, und der kommt da irgendwo raus. Macht hier so einen Teiler. Oh. So, moin Triggerfinger, willkommen. Total nicht aufwendig. Sehr schön. So, ich habe keine Tunnel mehr. Genau, und Stahl war die andere Geschichte. Oh. Ja, da war irgendwas noch nicht fertig gebaut. Passt schon. So. Ich will mal eben gucken wollen, ob Kupfer an der richtigen Ecke ankommt. Ja, einmal hier. Und einmal da. Wie gesagt, ist eigentlich total egal, auf welcher Seite das Zeug liegt. Wir haben, glaube ich, jetzt einmal Kupferglas, einmal Kupferkunststoff, ne? Ja, das machen wir nicht. Achso, haben sie dich schon weggesnackt. Perfekt. So. Das heißt, der geht dahin.
Jo. Okay, dann Stahl. Auflauf. Was für ein Auflauf? Ein Auflauf, wir sind generell geil. Ja, bei der Hitze momentan vielleicht nicht unbedingt. Aber ja, kann man sich gönnen. Oh, Nudelauflauf mit Brokkoli, nice. Hatte ich auch lange nicht, tatsächlich. So, der Laden funktioniert schon mal. Wahrscheinlich nicht unbedingt auf Dauer, weil ich denke... Oh, mach das mal aus hier. Ich denke mal nicht, dass da noch irgendwie Stahl nach... Oh, welcher Stahl denn überhaupt? Jo. Ja, welcher Stahl? Egal, lassen wir es mal laufen. Interessanter wäre, noch die Geschichte für die Dingsmodule zu machen. Das waren die Tempomodule T1, glaube ich, ne? Ach nee, Quatsch. Wir machen erstmal die Steuereinheiten, genau. So genau das Gleiche, oder nicht? Die Rohstoffanzeige, das ist Yarm. Yet another resource monitor. Zur Not Ausrufezeichen Sex. Klingt komisch, aber ist so. So, ich will mir das aber trotzdem nochmal eben berechnen lassen hier. Genau, Steuereinheiten auch hier wieder 1 pro Sekunde. Oh ja, die bräuchten vielleicht ein bisschen mehr. Pfirsich. Moin schon, ich bin bei... schwankt immer so ein bisschen zwischen 28 und 29 Grad inzwischen. Auch hier, ne? Das ist auch... Ah nee, Glas. Ich habe gerade eben gedacht, das wäre Iridium. Nee, nee, passt. Ja, richtig an. Muss an der Hitze liegen. Ja, also wie gesagt, vom Aufbau her. Wir haben 1, 2, 3, 4 mal Input, einmal Output. 1, 2, 3, 4 mal Input, einmal Output. Also die Maschine, die wir da haben, ist genau die gleiche. Wieso brauchen wir deutlich weniger Steuereinheiten als Leichtbau? Ist das bei dem Raketensilo auch schon so? 1, 1. Wüsste ich nicht, ehrlich gesagt. Für mich ist das das Gleiche, ehrlich gesagt. Gut, also wir brauchen ein paar mehr Maschinen. Der Bedarf an sich... Also, ja, der Bedarf ist okay. Ich meine, das schaffen wir nicht. Müssen wir noch ein bisschen ausbauen, das auch nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall eine größere Anzahl an Maschinen. Es geht erstmal nur um die Rakete. Rein um die Rakete. Dass wir Leichtbau für alles Mögliche brauchen, wie zum Beispiel diesen ganzen Lieferkanonen-Scheiß später. Das ist schon klar. Aber daran denken wir nicht. Deswegen hatte ich ja vorhin auch gerade gesagt, ne, dass wir diese Maschine auch noch vergrößern. Deswegen sind hier ja an der Seite auch schon die roten Fließbänder. Ja, also... Ja, machen wir schon. Keine Panik. Okay,
Wir werden das bestimmt nicht vergessen. Und wenn nicht, können Sie gerne einen Antrag über unser noch nicht vorhandenes Kontaktformular einreichen. Das ist eine gute Idee eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Da kommt nur Scheiße bei rum. Hat der auch kein Rezept? Oh, Tatsache. Wir müssen es ja eh ändern, ne? Weil keine Leichtbauteile, sondern Steuereinheiten. Nee, Steuereinheiten, sagte ich ja. Weil Leichtbau machen wir doch hier links schon. Ich habe halt nur die Maschine kopiert, weil ich, wie eben angesprochen, ne? Haben wir hier viermal Input, einmal Output. Zufälligerweise haben wir hier auch viermal Input und einmal Output. Also kannst du genau die gleiche Maschine wieder nehmen. So, was haben wir jetzt? 16? Oh, 28. Wir lassen das erstmal so. Können uns später vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Weil das ist, übersteigt sowieso schon unsere Kapazität, ne? Ist, glaube ich, klar. So, bevor wir hier weitermachen, wir brauchen hier drüben noch Batterien. Das müsste genau diese Lane sein. Wo sind die runtergekommen? Ah, da. Na denn. Ja, wäre einfacher, das andere Ding zu tunneln, aber wie könnte man denn den Mainbus tunneln? Nee, 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 nee. Das machen wir nicht. So, dann nehmen wir mal diese Lieferung hier an. Ich glaube, die warten schon länger darauf. Ein Radar wäre da noch ganz geil, ne? Oh. Haben wir noch eins? Nee, haben wir natürlich nicht, aber kriegen wir hin. Das eine Kohlevorkommen ist gleich leer, das sollte aber kein Problem sein. Weil das andere ist dann auch bald leer. Ja, Core Mining ist so eine Sache, die wir auch noch angehen wollen, aber ich würde jetzt erstmal gucken, dass wir zumindest schon mal die Herstellung der Rakete ein wenig, ja, vorantreiben. Ja, wir müssen nicht nur rechts verteidigen, wir brauchen auch Linksverteidiger und einen ganz guten Torwart. Das wäre nicht schlecht. Und dann kriegen wir das hin. Ja, auch das wäre so ein Ding, das könnte man heute mal in Angriff nehmen. Ja. Genau, Radar ist fertig. Ja, lohnt sich noch nicht so ganz, aber wir könnten. Ah ja, macht mal. Wir könnten das einfach in Verlängerung dahin setzen, wo normalerweise so ein Roboport steht. Und dann sehen wir hier hinten auch ein bisschen was. Ich denke, das reicht. Wo wäre das nächste? Das wäre da. Ja. So in der Art, Jan, ja. Achso, geht. Ich dachte, ich wäre nach oben gerutscht wegen dem Radar. Vor allem das Gute ist, dann sehen wir hier im östlichen Bereich auch noch ein bisschen mehr. Ich denke, das wird auch ein bisschen mehr sein, als wir hier schon sehen. Apropos sehen, kommt noch mehr. Kommt mal her hier. So. Gut, das haben wir da. Jo. In dem Fall würde ich sagen, wir packen hier einfach Batterie. Nee, passt ja. Einfach Batterien drauf. Ich hatte erst gedacht, ich habe den anderen erwischt, aber nee, passt. Genau, dann machen wir rote Schaltkreise. Wie gesagt, die Aufteilung an. Oh, die roten. Die, ach ja, die sind da oben. Ich wollte schon gerade sagen. Hier könnte. Ja, ist egal. Also mit den roten Tunneln könnten wir hier natürlich ein paar Sachen oder ein paar Tunnel sparen, aber es ist völlig egal. Die gelben sind relativ billig. Das ist noch okay.
So, dann haben wir noch, genau, Glas und Eisen. Hoppala. Nehmen wir erst Glas. So, wir skippen das mal, das ist mir zu urweltlich. Wir hätten erst Eisen nehmen sollen, aber ist auch egal. Oh. So. Ja, Batterien sind natürlich instant leer, ne, das ist klar. Wir müssen sowieso mal unsere ganze Öl- und Chemiegeschichte hier ein bisschen aufpumpen. Problem ist, kein Rohöl mehr, weil wir hatten ja die Quelle noch, doch genau, diese hier mit dazu genommen, die taugt aber auch nichts mehr. Ich hatte jetzt, genau hier, 3000 ist echt nice, aber wenn wir da die Pumpjacks draufstellen, dann kommen die garantiert angerannt. Unter Umständen könnten wir das vielleicht ein bisschen auffangen. Warte mal, wie viel Rohöl kriegen wir denn da raus? Nichts. Dann brauchen wir doch keine Module reinpacken, also vor allem nicht hier eins. Gut, halb so wild. Gucken wir uns später mal an. Also wie gesagt, ich würde im Schwerpunkt erstmal gucken, dass wir die Maschinen herstellen für den Kram hier. Genau, die Sache mit dem Raketenfestbrennstoff. Da gab es ja auch diese komische Möglichkeit hier. Da kommt aber Schrott raus. Achso, wir brauchen den Festbrennstoff ja eh. Für die Module. Na, dann machen wir die Variante. Ist egal. Ohne Öl aber auch wieder dumm. Und die brauchen auch nur 500 Sekunden zum Herstellen. Ich meine, 1000 Wasser in 500 Sekunden ist halt nichts, ne? Genau, zum Thema Schrott. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nur ein bisschen Aufwand, weil Schrott immer wieder recyceln. Ich glaube, da kamen so Roherze oder sowas raus, ne? Irgendwie sowas, glaube ich. Nee, machen wir nicht. Wir machen erstmal die normale Ölvariante. Ja, heißt aber, wie gesagt, dass wir irgendwoher noch Öl kriegen müssen. Hier unten wäre auch gut. Da sind zumindest noch keine Beißer im Weg. Also hier wäre mir zu heikel, ehrlich gesagt. Obwohl da auch ein Haufen Wald drin hängt. Nö. Ich denke, wir gehen von dem hier einfach weiter nach Süden und nehmen das hier mit ein. Wir brauchen dafür 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 3 haben wir, 5 sind bestimmt auch unten irgendwo in dieser Kiste drin. Die Frage ist, wo das war. Hier. Genau. Rohre haben wir dabei. Die Frage ist halt, ob es reicht. Ja. Ich denke, da fliegen wir mal eben schnell hin. Wir können das Quellending hier schon mal markieren. Ja, nee, so viele brauchen wir nicht. Wir müssen von hier ja nur bis da kommen. Ob jetzt die 100 Undergroundies reichen, die wir dabei haben, werden wir sehen. Mal gucken. Zur Not fliegen wir schnell einfach nochmal. Wie viel Landfill haben wir wieder? 1700. Die Anlage geht schon, aber Steinverbrauch ist halt abnormal hoch, ne? Quasi 120 pro Sekunde. Na, eigentlich sogar mehr, aber mehr können wir nicht durchleiten. Ich hätte sowieso Landfill mitnehmen können. Ja, ja, weil so ein paar Quellen kriegen wir, glaube ich, nicht. Warte mal. Ein Objekt? Ach so, wegen den... Ja, mach das mal aus hier. Wo sind die da? Komm her jetzt. So. So. Wo sind denn die überall? Ah ja.
Warte, da können wir einfach stumpf dann runterziehen, hier das Ding. Oh ja, da ist okay. Oh, warte mal. Oh, eins können wir noch bauen. Perfekt. So. Genau, wir gehen einfach erstmal straight nach oben. Und damit wir da keine bösen Überraschungen erleben, machen wir das per Bill. Und auf dem Rückweg können wir gleich die Stromleitung mit runterziehen. Hätten wir nicht eine Doppelbreite gebraucht? Ach, ist egal. Oh, hier geht's ja schon wieder fast. Vielleicht da? Jo. Wo Strom längs geht, ist eigentlich relativ egal. Oh, kommen wir da längs? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das ist dieser Sumpf, ne? Läuft. Hier müssen wir gucken wegen Wald und so, ne? Ja, hat eh nicht funktioniert. Dann nehmen wir das mal mit. Wo kam die runter? Ach so, da ist okay. Ja, wir sind ja eh fast auf der gleichen Höhe. Da ist er. Ja, und hier geht der Spaß dann wieder los, ne? Yep. Gut, ich denke, da geht was. Dann haben wir vielleicht auch wieder ein bisschen Öl am Start. Läuft. Ach so, das Radar hatte ich noch nicht hingestellt. Genau, das wollten wir noch machen. Dann sehen wir da unten auch ein bisschen was und dann, ja, wird das wohl hoffentlich so weit laufen. Ja, können wir auch so lassen dann, oder? Ja. Und dann sehen wir auch noch ein bisschen was in der Ecke nachher hier, ne? Mal gucken. Kommt davon irgendwas hier an? Oh ja, sogar relativ viel. Nice. Gut. Moin Tikon, willkommen. Ja, es ist verdammt heiß. Ich bin auch nur am Ölen, ehrlich gesagt. Aber werden wir sehen. So, unter Umständen kommt da dann vielleicht wieder so ein bisschen Batterie-Stuff an und vielleicht auch noch ein paar von denen hier. Wobei, die sind eh out of order, ne? Die arbeiten hier komplett durch. Da müssen wir noch ein paar Blöcke dazu stacken nachher. Ja moin. Ja, kriegen wir aber hin. Genau, wir hatten gesagt, wir brauchen. Ach ja, den Festbrennstoff wollen wir machen. Genau, richtig.
Und Hitzeschilder. Die Hitzeschilder machen wir aber auch drüben. Das heißt, wir brauchen noch Schwefel auf dem Bus. Wo sind denn die Hitzedinger? Ach, hier. Genau. Steinplatten machen wir da vor Ort. Aber den Schwefel leiten wir rüber. Ich habe schon 35, alter Falter. Also bei uns sind 32 angesagt. Das ist ehrlich gesagt auch genug. So, Schwefel geht hier längs. Dann gehen wir unten rum. Diese ganze Schwefelgeschichte und Co., ne, die wird eh nochmal ein bisschen aufgedröselt und überarbeitet. So wie alles andere hier auch. Genau die Hitzeschilder brauchen wir jetzt, Jay, ja. Sneaky, sneaky wieder. Ja, ich lasse hier mal ein bisschen Platz für die nächste Kunststoffanlage, aber auch das sind alles so Sachen hier, ne, die taugen eigentlich nichts. Vielleicht müsste mal jetzt unsere Granatenanlage auch dahin, wo sie hingehört, nämlich in die Mall. Und nicht am Eingang. Wir tunneln das da einfach und lassen sie trotzdem stehen. Jo. Kommt da was? Jep. Okay, die Kollegen möchten mich wieder beliefern. Das ist sehr nett. Machen wir so. Vielleicht brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Landfill, um hier noch so einen Streifen dazu zu bauen, weil die Hitzeschilder hätte ich dann schon gern noch hier neben. $81.000 noch. Lager sind voll. Ja, gut, aber der Rest geht hier auch weg, ne? Passt schon. Wie gesagt, ich habe das hier eingelagert, weil ich hier noch so ein Solarpanel-Ding hinbauen möchte. Da drehen wir nachher einfach die Greifarme um und dann kriegen wir da wieder, müssen ungefähr 70.000 sein. 50.000. Ja. 60, 70, 80. 86.000, genau. Oh, wir sind, glaube ich, relativ voll. Nein, das machen wir nicht. Ja, und eigentlich müssen wir den Quatsch hier auch wieder tunneln. Machen wir auch. Ich meine, irgendwo muss man sich einen Standard organisieren. Wenn wir sagen, hey, der Mainbus wird nicht getunnelt, dann wird er auch nicht getunnelt. Ganz einfach. Ja, ist teurer, aber ist cooler. Upsi. Gut, dann sind wir damit auch auf der Höhe. Nice. Ja, wie gesagt, wir holen gleich mal eben ein bisschen Landfill. Kleinkram haben wir noch. Ja, Stückchen noch. Also so viel brauchen wir gar nicht. Ich würde aber schon mal hier noch so ein paar Granaten hinwerfen. Also Richtung Bäume. Was machen die Fischis eigentlich mit Granaten? Oh, nix. Kannst du mal bitte aufhören, dich zu beschweren, Farlo? Alter Falter, ey. Wahnsinn. Irgendwas wollte ich machen. Naja, egal. Die Förderer könnten wir einsammeln zum Beispiel. Achso, Landfill, genau. Also wenn du so einen High-Quality-Stream oder so gucken möchtest, wo wirklich jeder Punkt und jedes Ding on point ist, dann bist du hier definitiv falsch. Ne? Nur nice to know. Doch schön so. Steht das Problem nicht.
So, wo kam die runter? Da. So, könnte gehen oder auch nicht. Wir werden das sehen. Genau, auch hier, ja, gehen wir mal auf 1 pro Sekunde wieder, wie immer. Steine gehen da ordentlich durch. T2-Maschine nehmen wir auch mit rein. 14, ja, machen wir so. Das ist auch okay. Ein 5er sagt er, das ist wahrscheinlich wieder irgend so ein krummes Ding jetzt. Nee, 4, okay. Genau, und Schwefel und Stahl wird eh angeliefert. Dann sind wir damit auch durch. Jo. Nee, ohne Stromleitung, bitte. Oh. Ich denke, wir machen erstmal, warte, 4 waren das für die Steine, ne? Die Platten, jep. Ne, die waren's nicht. Die waren's. Nur eben in Blau. Haben wir noch Tunnel? Ja, so ein paar vielleicht. So, da brauchen wir auch keine zweite Runde holen. Das reicht mit dem hier. Dann haben wir gesagt, wir brauchen noch 14, also 7 wieder. Lass mal ein bisschen Abstand hier. Ja. Yep. Wir sollten die aber trotzdem ein bisschen reinschieben. Ja, machen wir den hier wieder als Output. Eben nicht drauf geachtet. Wir könnten Stahl bei den Steinplatten hier mit drauf schmeißen. Oder warte mal. Ist eigentlich total egal. Aber wir nehmen Stahl. Und Schwefel machen wir dann extra. Ja, weil dann hat Stahl nämlich nur eine halbe Lane. Ach so, stimmt. Wir haben ja lange Hände. Mal vergessen. So. Und dann brauchen wir noch die Long Inserter. Gut. Ja, Stahl machen wir dann, wie gesagt. Ja, können wir auch eine Lane holen, das reicht. Ja, da sollten wir aufpassen. Hallo.
Das sah irgendwie dämlich aus gerade. So, das kürzen wir noch ein bisschen. Wir teilen das hier oben auf. Ja, ist egal wie. Genau, der kommt damit ran. Und der kommt damit ran, genau. So, dann brauchen wir noch Schwefel. Ach ja, stimmt. Ja, dann nehmen wir das einfach so mit. Das brauchen wir nicht und das Stück brauchen wir nicht. Immer schnell ein bisschen Krempel holen, die kommen da eh nicht klar sonst. Dann hätten wir demnächst. Ah, das Ding fehlt noch. Genau, hatte mich schon gewundert. Ja, dann haben wir auch Hitzeschilder demnächst fertig. Das heißt, Raketenfestbrennstoff fehlt noch. Dann haben wir alles da. Genau, was hat denn der Satellit eigentlich für Kosten hier? Kann man sich theoretisch mal so für die ersten paar Starts zusammenklauen oder? Ja, mal sehen, mal gucken. Wir haben ja im Grunde genommen haben wir alles da. Radaranlagen nicht, okay, die sind aber schnell gemacht. So, kommt der jetzt Stahl? Ja, die fangen an zu arbeiten, sehr gut. Vielleicht haben wir ein kleines Upsi gemacht. Ich würde nämlich vielleicht den Output nach unten leiten. Hier nochmal alles um, damit wir jeden Kram hier mitbekommen. Auch die da hinten, genau. Denn den Raketenquatsch können wir ja auch gerne hier in diesem Bereich machen. Oder wir lassen das hier bei der Mall irgendwo stehen, keine Ahnung. Aber dann haben wir es nicht so weit disloziert wie andere Sachen zum Beispiel. Ich denke, das ist ein ganz guter Deal. Genau. Hoppala, das war einmal zu viel. Wenn ich ehrlich bin, wenn wir den ganzen Kram sowieso hier haben, dann werden wir auch hier das, ja, Raketenbrennstoffzeug machen. Und ich überlege ehrlich gesagt immer noch, ob wir das mal ausprobieren mit dieser Wassergeschichte. Aber ich glaube, das ist hier momentan keine gute Idee. Wir gucken uns das mal an. Das wird ein Fest, sage ich euch. So. Wenn wir auch hier sagen, 1 pro Sekunde, dann brauchen wir nur 500 von diesen Kraftstoffraffinerien. Ja, genau. ja, pass auf. Dann löschen wir das. Das andere wird aber auch ein Fest. Die andere Sache hier mit dem Pyroflux ist auch interessant, aber haben wir noch nicht. Wir könnten, wie gesagt, demnächst auch mal Richtung Core Mining gehen. Wäre keine schlechte Idee. Eine, wow. Ja, bei unserer mickrigen Ölverarbeitung gar nicht so schlecht. Gut, aber wir brauchen ja das hier auch noch. Wir machen die Leichtölvariante. Das sind ja ganze 6 Maschinen. Wow. Wir machen hier netterweise mal einen doppelten Output. Einfach aus dem Grund. Weil wir ja irgendwann auch noch Züge haben wollen, die mit dem hier fahren oder mit der nächsten Variante davon. Sagen wir das mal so. Genau. 10, 2 gefällt mir eigentlich. Okay, dann holen wir mal Leichtöl hier rüber.
Nee, hier ist nur Flüssiggas. Einen weiter müssen wir noch. Genau. Und da ist er. Ah, ja. Achso, wir könnten auch. Ja. Wir könnten das auch hier oben weiter verschummeln. Ja, werden noch andere Hindernisse. Oh nein. War eine schlechte Idee. Und da ist ja noch Schmiermittel. Wenn wir eben gucken, wo wir noch. Upala, falsche Taste, den haben wir noch nicht. Hier drunter auch nicht. Wenn dann hier, ne? Ja, na da ist Schwefel. Dann vielleicht hier. Ja, das sneaken wir da dann durch. Also nehmen wir doch den Tank. Ah. Genau. Immer noch Schwefel, macht aber nichts. Weil das ist nicht der richtige Schwefel. Der kommt erst irgendwo hier oben. So, wir haben jetzt hier das Zeug. War klar. Ui, das wird interessant hier. Machen wir lieber händisch. Guck mal, so viele Tunnel. So. Genau, dann machen wir das nämlich hier. Gut, dann. Wir haben gesagt, wir brauchen 10 waren das, ne? Genau, 10 für den Festbrennstoff und dann 2 für die endgültige Verarbeitung. Das sind auch so Sachen, die wir noch gar nicht hergestellt haben, ne? Da sind die. Oh. Oh. Das macht die Stinkewolke hier unten. Oh, da. Oh. Da wird was draus hier, ne? Hier unten sind auch schon die ersten. Oh. Mhm. Wir können nachher mal testen, wie stark die schon sind. Aber ich würde trotzdem vorher mal eben so ein paar von diesen Motoren klauen. Ja. Und zwar nur diese da. Dann nehmen wir doch eine Kiste. Ich meine, wir haben die Dinger ja an mehreren Stellen hier rumliegen, ne? Hier zum Beispiel auch. Und hier. Moin dazu. Nee, nicht immer. Aber diesmal schon. Ach so, ja, Stahl bräuchten wir dann auch mal. Wir haben 5, 6, 7, 8. Neun. Dann brauchen wir noch 2 Stück, ne? Genau, für die anderen beiden. Richtig. Ach so, macht er selber. Ja, gut, ist auch okay. Von mir aus auch das.
Ja, aber da wir ungefähr ja unseren Bereich kennen, wäre dann der nächste Schritt so langsam, während die Rakete gebaut wird, parallel, vielleicht doch mal hier so ein Verteidigungssystem zu bauen, generell. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Vielleicht nehmen wir auch diesmal Mauern mit rein oder so, ne? Mal gucken. So, aber erstmal machen wir an diesen 10er-Block hier, ne, für Festbrennstoff. Das haben wir nicht da. Und eigentlich schon. Wenn genug Öl da ist, geht das, glaube ich. Da muss ja auch sonst nichts rein. Nee. Ach so, ja, Rohre wären nicht schlecht. Was denn mit den Rohren? Komm mal her jetzt. So. Tschüss. Ach so, warte. Genau, die schieben wir einfach hier rauf mit ein bisschen Abstand, damit wir das Rohr noch rausfummeln können gleich. Denn das brauchen wir tatsächlich nochmal. Genau. Wir lassen das hier mal einigermaßen erweiterbar. Genau. Gut, dann bräuchten wir noch Saft. Genau, und ein Output wäre auch nicht schlecht. Hoppala. Ja, wir machen das mal an der Seite. Wie gesagt, falls wir den Kram noch erweitern wollen, wäre das, glaube ich, nicht verkehrt. So, einmal hier und einmal hier. Ja, damit haben wir im Grunde alles da, was wir für die Rakete brauchen. Ja. Achso, warte. Ja, wir müssen das noch anschließen, klar. Ansonsten haben wir alles fertig soweit, ne? Ja. Gut, dann noch ein fetter Pollution-Generator. Alles okay. Wie gesagt, ich denke, wir werden uns da mal drum kümmern. Genau, aber erstmal kümmern wir uns. Warte mal, können wir die Dinger in der Hand craften? Glas, elektronische Schaltkreise. Wenigstens T1. Wenigstens das. Alles andere wäre toll. Ah, oh, 5. Praktisch, war noch 5, ne? Naja, wir werden es gleich sehen. Ja, gibt halt her. Die sind eh wieder Jahrzehnte unterwegs. Ja, wir werden das irgendwo in diesem Bereich hier lassen.
Dann ist es nicht so weit weg. Oh. Naja. Geht ja. Was ma. Die haben irgendwelche komischen geistigen Probleme, diese Bots. Naja, passt schon. So, genau. Wir wollten den Kram mal so ein bisschen sortieren. Ich würde das Silo einfach ganz stumpf. Warte mal, wo haben wir das denn? Da. Ganz stumpf hier wieder hin verfrachten. Genau, den schmeißen wir von hier einfach mit rein. Ohne irgendwelche Pufferkisten oder sowas, weil ansonsten können wir gleich einpacken gehen. So. Haben wir noch Granaten? Ja, haben wir. Ich denke, die Fließbänder hier sind Lager genug. Gerade für solche Ressourcen hier. So. Dann kann die Kiste gleich loslegen. Naja, der erste Schwung, der jetzt schon da war, geht halt relativ schnell, aber dann wird es dann doch eher slow. So, dieses komische Kohlevorkommen, ne? Das hatte irgendwie noch Reste. Ich weiß nicht, wo diese Reste sind. Da nicht. Da. Ach, unterm Strommast hier. Guck mal. Ja, dann können wir das eigentlich abreißen. Oder wir lassen den Quatsch einfach erstmal da stehen, weil frisst er sowieso kein Brot. Ja, also ich denke, Verteidigung steht in irgendeiner Art und Weise schon auf dem Plan. Wir müssten dazu bei der Mall natürlich noch ein paar Sachen hinzufügen. Wenn wir überhaupt noch die Ressourcen dafür haben, ist die andere Frage, ne? Ich bräuchte aber erstmal noch ein Radar. Oh. Genau, so ein Radar könnten wir hier unten mal wieder gebrauchen. Und dann würde ich hier so Sachen wie Munition, Türme, Mauern so ein bisschen automatisch herstellen. Wir werden dann aber eine Verteidigung bauen, die sich ungefähr, nicht ungefähr, sondern ziemlich genau in dieses Blocksystem integrieren lässt. Also hier lassen wir dann frei und hier wäre ein guter Spot, glaube ich. Ne? Ja. Hätten wir sogar das fette Ölvorkommen hier noch mit dabei. Und dass wir da so einigermaßen in diesem Blocksystem drin bleiben. Und vor allem hätten wir dann auch eine logistische Anbindung. Das ist das Nächste. Das wird wieder Ressourcen verschlingen ohne Ende. Ja, ja. Gut. Hätte durchaus noch ein bisschen weiter nach unten können, aber ist egal. Was haben wir an Landfill? 1,3k wieder. Auch das geht einigermaßen voran. Den nicht gerade erst nachgefüllt. Oh. Oh, das geht ja. Genau, also wie gesagt, ist relativ klar, wir gehen da durch oder da hoch und gehen dann straight einfach hier rüber, hätte ich gesagt. Und hier würde ich auch einfach so weiter nach unten gehen. Wir machen einen viereckigen oder rechteckigen Kasten, besser gesagt. Ne? Das heißt, hier, die müssen auf jeden Fall schon wieder weg. Und die hier sowieso, weil nach rechts raus, Richtung Osten, da würde ich gerne irgendwann das Ding hier weiterbauen. Wenn das überhaupt noch notwendig ist. Ja, doch, ist es. Ja, ja, da kommt auch einiges dazu. Dazu war quasi, ja. So, wir können doch ein bisschen Landfill bauen. Weg damit mit dem Stein. Es ist so fucking heiß, ne? Das ist unglaublich. Achso, das war Schmiermittel da hinten. Ja, ist okay. So. Machen wir es leicht.
Ja, ich glaube, Mauern sind eine gute Einstiegsgeschichte hier. Wir haben aber schon verschiedene Varianten. Die Ziegelsteinvariante, Beton und Stahlbetonmauern quasi. Ach nee, Betonmauer mit Stahlspitzen, genau. Ich glaube, die hier reicht, oder? Dann kriegen die sogar noch Schaden. Die sollen aber gar nicht bis dahin kommen. Ich denke, das hier reicht. Was wieder mit Beton? Oh. Wir haben ja oben eine Betonproduktion gebaut, ne? Oh. Dann holen wir uns noch einen runter. Genau, wäre dann hier neben quasi. Hey, wir können diesen Mini-Loader doch bestimmt auch als Balancer benutzen, oder? Ah. Nein. War klar, dass da wieder irgendwas im Weg ist, ne? Gut, dann. Wo gehen wir längs? Ich würde sagen, wir gehen gleich nach unten durch. Weil wir müssen ja eh hier hin. Und hier kommen wir, glaube ich, relativ gut durch. Ja. Wie viel haben wir auch nicht mehr, ne? Naja, gut. Ist irgendwas ist immer. Oh. Auch hier haben wir wieder so ein komisches Loch mit dabei. Ups. Ach so, wir haben schon wieder leer. Ja, bleibt sitzen. Ist okay. Ich mache ich selber. Oh, Treibstoff. Ach, Kohle geht nicht. Ich habe eine Idee. Wir haben hier drüben ja zufälligerweise gerade Raketentreibstoff rumliegen. Wahrscheinlich haben wir es nicht rumliegen, weil die Kisten hier alles auffressen. Nee, geht, glaube ich, sogar. Plus 20%. Oh, nice. Ich hole euch trotzdem nochmal eben was von dem anderen Zeug. Ich wollte auch die Dinger da reinschmeißen. Ich glaube. Gib, gib. Der ist ja schon fertig. Ah, ja, okay, na denn. Der andere Treibstoff, beziehungsweise diese Lane erstmal fertig bauen. Warte mal. Da ist so ein Mast im Weg. Ich hole noch mal eben was von dem Fahrzeugtreibstoff und dann gucken wir uns mal unsere Verteidigungsmöglichkeiten hier an. Jo. Das sollte reichen. Er nimmt, glaube ich, jetzt sowieso erstmal den höherwertigeren Treibstoff, glaube ich, ne? Ja, sonst wird die Zahl hier runtergehen, ja. Okay. Gut, auch hier T1-Maschinen, soweit es geht. Wir brauchten für die zweite Mauer die erste Mauer, also machen wir das. Ich würde vielleicht Ziegelsteine und Co. gleich auf einen Fließband packen. Ah, warte mal, hier nehmen wir schon blauen, weil das ist sonst ein bisschen räudig vielleicht. Genau. Die Military-Geschichten kriegen hier einen eigenen Kisten-Output, weil wir haben oben eh nicht mehr so viel Platz. Und den Kram hier brauchen wir auch nicht so super häufig. Andererseits können wir auch einfach solche Kisten dahin stellen.
Und noch ein bisschen Stahl, ne? Ja. Genau. Die brauchen auch erstmal noch keine Logistikverbindung, aber Hauptsache, die sind schon mal da. Ja, wird mehr, ne? Hier auch. Naja. Die machen das schon. Genau, nächster Schritt. Munition. Da können wir bisher bis zur Panzerbrechenden, genau. Genau, Eisen, Kupfer, Stahl, die üblichen Verdächtigen. Dann nehmen wir hier ein bisschen Abstand. Oh, ne, das passt nicht zusammen, warte. Und diese da, genau. Genau, wir machen dann hier eine Mischung aus Eisen und Kupfer. Kommt da überhaupt noch irgendwas an Stahl raus? Ich glaube nicht, ne? Naja, es ist halt genau wie Glas. Es ist komplett im Arsch. Wegen Hitzeschildern und Co. So. Genau, die sind durch. Die brauchen jetzt auch ihren Stahl. Machen wir schnell. Ja, von mir aus so. Dann wird der restliche Stall, den wir noch haben, mal einfach komplett noch vernichtet. Läuft. Achso, da gehen nur 4 rein. Na gut. Genau, und die Kiste ist reserviert für Munition. Achso, warte mal. Von irgendwas. Keine Ahnung, 800. Oder wir können auch den nur kopieren, ne? Ach so, ist ein blauer. Ach, ist egal, komm. Oder macht er das nicht, weil das Logistikkabel gefehlt hat? Ja, okay. Von irgendwas. 1000. Jo. Okay, so, was brauchen wir denn nochmal für den hier? Also eigentlich könnten wir das mal hochschicken, das Ding. Aber vorher. Ja, wir machen das unten, warte mal. Und vor allem machen wir das mit dem hier. Und am besten auch so, dass er Strom hat. Das wäre super. So, dann brauchen wir hier irgendeine Kiste. Und noch brauchen wir da ehrlich gesagt nicht viel einstellen. So, Material dafür. Raketentreibstoff haben wir hier. Das reicht. Genau, Leichtbauteile sind drüben. Wie viele braucht er davon? So viele. Ja, die Sache mit den roten Schaltkreisen. Schwierig. Genau, dann brauchen wir noch Glas. Auch schwierig. Und nochmal eben 10 Akkus. Die haben wir da. Achso, Radar habe ich vergessen. Naja, egal.
Ja. Tschüss. Dann haben wir zumindest schon mal so ein paar Satellitentelemetriedaten am Start. Die können wir eigentlich per Fließband zu unserer alten Gammelforschungsanlage leiten und da dann die hier Space-Wissenschaftsdinger bauen. Gar nicht so blöd. Wow. Ja, stimmt. Wir haben den Satelliten jetzt. True. Pass mal auf. Was kommt denn hier hinten eigentlich noch alles? Kupfer. Ui. Ja, die sind da schon relativ fett, die Nester, ne? Waffenlager. Auf Novus. Was ist da drinne? Oh, da ist ein Anforderungscontainer drinne. Leck mich fett. Heilige Scheiße. Warte. Meins. Das ist richtig gut eigentlich. Ja, was wir eigentlich haben wollten, sind diese Dinger hier. Da kommen nur 100 raus. Warte mal. Das ist aber in Ordnung. Jep, 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 jep. Genau. Die Sache ist es, die, wenn wir den Kram weiterverarbeiten wollen, dann haben wir da ein bisschen. Warte mal, wir haben hier drüben ja auch Schwefel liegen. Ich denke, wir werden für diese Forschungsgeschichte nochmal extra Hitzeschilder herstellen, weil wir brauchen ja die Öfen. Mit dem Satelliten ist hell, ne? Mehr oder weniger. Genau, weil dann brauchen wir nämlich nur die Telemetriedaten hier nach drüben schicken, per Fließband. Und können dann in unserer alten Forschungsanlage, die ich eigentlich schon lange abreißen wollte, was jetzt keinen Sinn mehr macht, auch herstellen. Hier unten ist ja noch ein bisschen Platz, ob das reicht, werden wir sehen. Ja, aber es ist trotzdem immer noch ein temporäres Ding hier, ne? Die Frage ist halt immer, wie lange man temporär definiert. Okay. Ich würde auch da unten nochmal eben gucken wollen. Ja, da haben wir gleich die nächsten. Das sind aber überschaubare Größen bisher noch. Aber die haben sich hier ziemlich angehäuft, die Nachbarn hier. Ne? Die vertragen sich, glaube ich, ganz gut. Hier ist wieder Wasser. Oh, warte mal. Dicke Verteidigungslinie. Machen wir nur hier zu. Warte mal. Wenn wir da gerade eh dabei sind, ne? Okay, das lohnt sich ja nicht. Das ist ideal für die Planung. Okay, da kommt gar kein Wasser mehr. Interessant. Im Süden ist halt eher mau. Wir können auch nochmal eine Ebene runtergehen. Oh, Big Eisen. Naja, 12 Millionen. Oh, hier. Ist vielleicht sogar schon ein bisschen weit weg, ne? Und vor allem brauchen wir hier drüben auch noch irgendwas. Den Kram vernünftig zuzumachen. Haben wir nicht. Moin, Not-Channel, willkommen. Hier kommt kein fetter See mehr. Ne, 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 ne. Ja, wir können aber gucken, wie das im Norden aussieht.
Wobei, da müssten wir eigentlich nur stumpf eben nochmal hier rüber. Und hoffen. Da geht gar nichts, also die ganze Strecke ist da frei. Hier, guck mal. Ja, ist die ganze Strecke halt, ne? Aber wir haben zumindest zwei Fixpunkte. Hier genauso, ne? Süden, Problem. Naja, ist egal. Ey, der nächste ist ja schon fertig, lul. Ja, zum weiteren Plan. Ich würde tatsächlich erstmal gucken, dass wir die Dinger hier rüber kriegen. Mach das mal aus. Wir ignorieren das vielleicht einfach. Jo. Genau, dass wir die Forschungsdaten hier rüber kriegen, hier hochschieben. Und dann hier weiterverarbeiten. Wir haben ja ansonsten auch alles da, ne? Was würde da noch fehlen? Ah ja, genau. Festbrennstoff. Scheiße. Ich klar, wir können auch die Dinger per Fließband darüber schicken. Aber dann würde da noch mehr Material drauf gehen. Wobei das eigentlich relativ egal ist, weil die ersten Raketenstarts machen wir eh manuell. Guck mal, die brauchen auch gar nicht so viel davon, ne? Okay, pass auf. Wir haben ja hier unten eh Leichtöl. Easy, wir machen das da drüben. Die Frage ist nur, wo leiten wir das Zeug längs? Ist relativ egal eigentlich, ne? Ja. Hier geht's hoch irgendwo. Dann würde ich sagen, wir machen das schnell mal hier. Ja, ich weiß, der Abstand passt nicht. Aber ist mir egal. Haben die da einen Baubereich? Oh ja, Tatsache. Bis hier sogar. Lul. Na gut, dann ziehen wir die Verbindung da nach oben. Am besten so, dass wir nicht durchs Roboport gehen. Ach, hier keine Tunnel. Auch das kriegen wir, glaube ich, hin. Jo, willkommen zurück, Jan. Schade, knapp. Ist egal, ich will weiter forschen. Das ist wichtiger als irgendwelche andere Kacke. So. Was habt ihr denn hier gebaut, ihr Idioten? Hä? Ach so, hä? Ach, ihr seid so dumm manchmal, ne? Diese Bots, das ist der Wahnsinn. Die kannst du nichts alleine machen lassen. Das ist echt der Hammer. Der Tunnel muss doch dahin. So schwer ist es nicht. Naja. Oh. Da sind wir ja schon. Das hier sollte eigentlich passen. Moin, was war's? Willkommen. Gut, dann sind wir ja schon da. So, womit fangen wir an? Ich denke, wir machen eben eine kurze Hitzeschild-Geschichte.
Haben wir hier hinten? Ne, eigentlich Stein. Ja, wir haben alles hier, was wir brauchen, tatsächlich. Das ist gut. Ja. Ich glaube, für die Steinplatten braucht man nur eine Maschine. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht darauf geachtet. Stell die halt dahin. Ist total egal, ey. Jep, das reicht, Dicke. Dann brauchen wir die Kollegen. Zufälligerweise den Schwefel auch noch. Und Stahl hier irgendwo drin. So, Stahl. Nehmen wir diesen hier. Achso. Und das andere war Schwefel, genau. Genau, Output wieder per Long Insertor. Gehen wir nach unten. Wir müssen noch ein paar Sachen machen. Gut, check. Genau, jetzt kommt die Sache nochmal mit dem Festbrennstoff. Ist auch nur eine Maschine, oder? Ja. Aber heißt, wir brauchen nochmal. So ein Ding hier, also Glas und Motoren. Glas haben wir gerade nicht so viel, das sieht so ähnlich aus wie beim Stahl, deswegen dachte ich, ich wäre da schon richtig, aber nee, da müssen wir hin. Passt. Nee, warte, ich hätte die von weiter oben genommen, ne? Irgendwo war hier was Gutes. Ah, genau. Ich denke, die Kiste, die stellen wir einfach hier hin. Nee, warte mal, wir stellen die einfach ein bisschen weiter nach oben. Da ist er. Aber wir brauchen das für die Module, ne? Dann ist es Quatsch, den Kram damit drauf zu schmeißen. Kommt, dann machen wir es hier. Upsi. Genau, dann verrohren wir den Kram mit dem Stuff hier unten. Warte mal, ist das die. Ja, ist die Leitung. Könnte ein bisschen dauern, bis da was rauskommt. Ach ne, geht ja sogar. Also viel haben wir davon nicht, aber es kommt auf jeden Fall was raus. Das ist in Ordnung. Okay, dann brauchen wir grüne Schaltkreise. Die haben wir tatsächlich nicht hier. Aus irgendwelchen Gründen. Ach so. Ja, weil keine dieser Forschung grüne Schaltkreise braucht. Ach so, hätte den anderen Sprit wieder genommen, ne? Ja. Okay. Ich hole mal noch ein paar Fließbänder. Auch noch Tunnel? Weiß ich nicht. Nee, jetzt nicht mehr. Warte, dann sollten wir das mal eben hier cutten. Das nicht unbedingt. Aber wir kommen hier gut raus. Gefällt mir. Ja, egal. Passt schon. So, dann brauchen wir Module. Vier Maschinen. Easy. Dumme Idee.
Ach so, ja. Genau, dieser hier, der braucht auch noch einen Output irgendwie. Warte mal, auf welche Seite packst du das? Auf die? Ganz schön frech. Bin gespannt, ob die grünen Schaltkreise hier ankommen. Ja, geht. Hätte ja auch sein können, dass ich wieder irgendwo verkacke. So wie sonst auch. Sind eigentlich. Ja, die sind hier. Cool. Telemetriedaten haben wir da. Was brauchen wir denn noch? Ach ja, die Öfen. Genau, richtig. Und deswegen hatten wir Hitzeschilder gebaut. Das heißt, wir brauchen jetzt einmal. Wie viele? Eine Maschine und noch ein. Ja, okay. Okay, na dann. Ist halt nur zum Nerven. Problem ist, Rohstein haben wir hier auch nicht. Aber hier. Ah, so schön. Nice. Gut, das heißt, ich würde hier einfach mal die Standardöfen herstellen. Dahinter machen wir dann diese hier. Genau, da kommt dann nochmal Stahl und Ziegelstein rein. Das hatten wir zufälligerweise nicht hier. Irgendwo hatten wir das. Ja, wir schmeißen einfach nochmal zusammen. Egal. Ja, warte. Manchmal hast du immer so diese Denkblockaden drin. Ich weiß auch nicht genau, ob das da geht. Fehlt ein Tunnel. Oh, stimmt. Wenn wir beides hier Tunnel müssen. Na dann. Hör doch auf damit, mit dem Quatsch. Machen wir es so. Dann müssen wir noch den hier machen. Genau. Immer lange Arme, kein Problem. Aber danke dir. Yes, genau da. Und da möchten wir rein. Danach kommt dieser Ofen. Der hätte das auch nochmal und das gerne nochmal gehabt. Genau, der sneakt sich da längs, passt soweit. Dann brauchen wir jetzt hier die Hitzeschilder und nochmal die roten Schaltkreise. Genau, Hitzeschilder haben wir da. Haben wir noch Tunnel? Ja. So, und rote Schaltkreise haben wir hier. Wie viel brauchen wir denn nicht?
So, dann haben wir die Sache nämlich auch am Start. Raus geht's per Log-Inserter, würde ich sagen. Genau, das heißt, wir haben hier Module. Da irgend so ein Ofen. Der müsste auf diese Seite laufen, ne? Ja, genau, perfekt. Und als dritte Komponente dann die Telemetriedaten. Und die liegen hier. Ich denke, wir können das erstmal kleiner bauen. Ja, wir machen hier unten so einen kleinen Klumpen davon hin. T2 hätte ich schon gerne. Oder wir machen hier so eine Runde. Das geht auch. Wo ist er rein? Oh, da hinten. Was macht die Pollution? Ah, knapp. Das kriegen wir eh nicht dauerhaft am Laufen oder am Laufen gehalten, sagen wir es so. Noch nicht. Das können wir kürzen. Jo, kommt der Typ hier oben mit den Öfen klar? Sollte. Warte mal. Jo, okay, gut. Lassen wir so laufen. Wie gesagt, das muss überhaupt nicht perfekt sein oder irgendwie gut funktionieren. Hauptsache, wir kriegen da ein bisschen was raus. So. Jetzt sehen wir gerade, Kacke. Ist blöd. Da fehlt noch mehr, Jan. Kein Problem. So, dann haben wir diese Variante hier. Ich brauche Filtergreifarme. Und mehr können die ja eh nicht aufnehmen. Und damit wir keinen Kreislauf bauen, kommen die da mit rein. Denn ansonsten würden die alle Pakete immer hin und her schieben. Und das wäre ziemlich dumm, ehrlich gesagt. Nee, wir gehen hier links, längs. Da ist nicht so viel los. Noch nicht. Gut, dann machen wir noch die Inserter. Holen nochmal Fließbänder nach. Wir brauchen keine nachholen, weil zufälligerweise da oben eine Anlage ist für grüne Forschungspakete. Der untere ist erstmal wichtiger hier. Ach so. Ja, die Sache mit den Bots. Ach so, egal, lassen wir so. Wie kommen wir jetzt? Ach so, ja, easy. Mehr oder weniger. Spaghetti-Meister wieder, ne? Auch das kennt man. Gut, Tunnel werden hier dummerweise nicht hergestellt, aber vielleicht brauchen wir nicht mehr so viele. Oh, einmal zu weit.
So, das war easy. Wie viele kriegen wir da jetzt? So SPM-technisch 18, wenn es durchlaufen würde. Ne? Dürfen wir nicht vergessen. Wir werden den Materialbedarf nicht halten können. Ist aber erstmal nicht schlimm. Was auf jeden Fall praktisch wäre, ist diese Richtung. Also gehen wir da längs. 300. So viele haben wir ja gar nicht. Genau, Prozessoren, auch wieder ein Problem. Ja, Hauptsache, wir können ein bisschen weiter forschen. Ich würde aber, wie gesagt, parallel gucken, dass wir gleich mal diese militärische Geschichte nochmal aufgreifen. Das hier sollte eigentlich da ankommen, wo es ankommen soll. Ach nee, tut's nicht. Ne? Man kennt das wieder. Input ist egal. Gut, dann lassen wir das laufen. Und ja, kümmern uns wieder so ein bisschen um den, ja, sicherheitstechnischen Aspekt hier. Oder wir sammeln nochmal kurz Material und schicken noch eine hoch. Dann hätten wir noch ein paar mehr Telemetriedaten. Ja, ich glaube, eine würde ich noch machen. Okay, dann warten wir eben kurz. Schwerer Schrott. Okay. Ach so, das war in dieser Kiste mit drinne. True. Gut, die haben wir ja beide hier liegen. Ach so. Ach so, da, lol, oh Gott. Ja, tschüss. Na denn. Und die Forschung läuft. Ist Nummer 2, Jan, ist Nummer 2. Sonst hätten wir ja keine Telemetriedaten gehabt. Ah, trotzdem, danke. So, Lucky, Lucky. Now with Orbit. Warum ist denn das auch schon wieder mit Helmod gelinkt? Sag mal, sind alle Tasten auf Helmod gebunden oder was? Warte mal. Oh, nee, halt. Bedienung. Ja, Tatsache. Da haben wir den Schrotthaufen, ja. Naja, später mehr dazu. Genau, Telemetriedaten kommt ein nächster Schwung durch. Sehr schön. Stinkedaten sehen auch gut aus. Gut. Jo. Das ist der Orbit von diesem Planeten. Da ist so eine Kuppel-Schrottecke, sage ich jetzt mal. Ja, wir müssen jetzt aber gucken, dass wir verteidigungsmäßig was machen. Weil da die Forschung wieder läuft, wird auch dementsprechend mehr Strom verbraucht und mehr Production rausgehauen. Na, führt kein Weg dran vorbei. Ich würde mal eben speichern. Wir könnten mit diesen Drohnen hier was machen. Oder wir... Ach so, genau, wir wollten erstmal den Kram hier unten fertig bauen. True. Genau, wir haben Munition. Da fehlt nachher noch der Logistikbereich. Machen wir dann. Dann brauchen wir Türme. Flammenwerfer machen wir erstmal nicht. Aber die normalen Geschütztürme und ja, Laser, weiß ich nicht. Eigentlich würde ich gerne nur Laser machen, weil ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, hier ein Munitionsförderband längs legen zu lassen. Und wahrscheinlich würde das erstmal sogar reichen.
Ist zwar teuer, aber die Energie dafür haben wir. Jetzt im Dunkeln natürlich nicht, weil Solar schläft, aber die Akkus sind voll. Aber energietechnisch soll das nachher kein Problem sein. Ich könnte nochmal die Warteschlange ein bisschen weiter befüllen, weil wir gehen straight in diese Richtung zur Uranverarbeitung und zum Kernreaktor. Ja, okay. Naja, wir machen Lasertürme, komm. Wir haben jetzt hier nochmal Stahlbedarf. Stahl liegt hier praktischerweise gerade rum. Warte mal, sind das alles Produkte, die wir anliefern können? Elektrische Motoren. Nehmen wir diese hier. Komplett umziehen, ja, genau. Ich denke nicht. Aber wäre eine Möglichkeit. Also dumm ist es nicht. Aber wir haben gerade nicht die Möglichkeiten dafür. Man kann das tatsächlich machen. Mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber man kann das tatsächlich machen. Also der Vorschlag ist gar nicht so abwegig. So, wir brauchen hier Eisen und Kupfer. Sag mal, was ist hier los? Genau, dann nochmal die Sache mit dem Stahl. Ah, komm. Achso, wir haben keine mehr. Ja, ist egal. Nehmen wir die blauen, passt schon. So, dann haben wir die Sachen da. Ich würde dann hier noch die Schaltkreise mit draufschmeißen. Und dann brauchen wir jetzt noch Glas und Batterien. Genau. Glas und Batterien. So. Und was wir dann brauchen, ist ein Kaffee, glaube ich. Achso, der war schon mit drin, ne? Ja. Jo, Output. Haben wir eigentlich schon die Übersicht? Die richtige? Yes, haben wir. Ja, Novus kennen wir. Und die Sonne kennen wir. Also unser Systemname Kalidus Sprachzentrum fällt aus, ey. Es ist so scheiße heiß hier, ey. Das ist der Wahnsinn. Können wir das schon angucken? Die Weltraumkarte. Jeder dieser Sonnen ist natürlich eins in dieser Systeme, die wir gerade gesehen haben. Und wir sind natürlich auch nicht der einzige Planet hier, ne? Jeder Satellit oder jede Rakete, die wir jetzt hochschicken, die deckt irgendwas Neues auf. Sei es Monde von Nauvis, sei es neue Planeten in anderen Umlaufbahnen. Ja. Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Und wie gesagt, hier sind nachher einige Planeten drin. In diesem Klump. Und die sehen ja nicht alle so aus. Hier können wir nicht reingucken, ne? Geht nicht, klar. Unzureichende Daten. Oh, der war das, genau. Da wird jetzt so ein bisschen die Steuerung reinkommen. So, die ersten Tower sind da. Auch diese Geschichte hier würde ich. Ich habe können. Doch, haben wir noch. Ein wenig begrenzen vielleicht. Wenn irgendwas einer ist als, ja, machst du 100 oder so, ne? Ja. Speicher nochmal eben, weil wir sind relativ dicht mit der Stinkewolke an den Viechern. Und dann machen wir eben einen kurzen Break. Für einen neuen Kaffee. Hoffen, dass bis dahin so ein paar Türme hier fertig sind. Ich meine, Mauern laufen, 721. Die Munition ist relativ sinnlos gecraftet jetzt. Genau, das, was Triggerfinger schreibt. SE fängt eigentlich jetzt erst an. Genau. Gut, aber wie gesagt, wir machen eben einen kurzen Break. Ich brauche einen neuen Kaffee und ein Glas Wasser. Ist einfach zu heiß. Denkt dran, bei der Hitze viel trinken. Und dann, ja, machen wir hier gleich in 5 bis 7 Minuten weiter. In dem Sinne, bis gleich.